kämpfen. Pfui, schämen sollten Sie sich für diese Ansage. Schämen sollten Sie sich. Sie haben sie wohl nicht mehr alle. In Ihrer kranken Birne. Wir haben erleben müssen, die Menschen, die den Gedankengut der Partei nachstehen, die heute diese aktuelle Stunde angemeldet haben, wie diese Menschen die Sicherheit unseres Staates gefährden. Bei der Parlamentsdebatte am Donnerstagmorgen ging es hitzig zur Sache. Die AfD-Fraktion hatte das Thema Sicherheitslage der Stadt Berlin zur Diskussion in die Aktuelle Stunde eingebracht. Neben dem obligatorischen Angriff der Opposition gegen die Innenpolitik des Rot-Rot-Grünen Senat wurde aber schnell klar, das beherrschende Streitthema der Debatte sind die Ereignisse des vergangenen Wochenendes rund um die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und der versuchte Sturm von Rechtsradikalen auf den Bundestag. Meine Damen und Herren, nach harten Maßnahmen wird in dieser Stadt nur gerufen, wenn es gegen die Kritiker der eigenen Politik geht. Zehntausende friedliche Corona-Demonstranten werden vorsätzlich kriminalisiert und stigmatisiert, weil mehrere hundert Meter weiter Durchgeknallte mit kaiserlichen und türkischen Flaggen die Stufen zum Reichstag hochlaufen. Herr Geisel, Sie sind das Symbol für das Versagen des rot-rot-grünen Senats auf ganzer Linie. Und jetzt versuchen Sie, sich auch noch feige aus der politischen Verantwortung zu stehlen. Nehmen Sie Ihren Hut und verlassen Sie endlich die politische Bühne dieser Stadt. Wir brauchen keine alten SED-Kader. Sie können es. Besonders die Rednerinnen der Regierungsparteien, allen voran der SPD-Fraktionsvorsitzende Rahat Saleh, ließen sich voll auf den Schlagabtausch mit der AfD-Fraktion ein. Sie tun so, als müssten Sie Ihr Land verteidigen. Aber ich sage Ihnen eins, Ihr Verhalten ist schäbig. Es ist nicht Ihr Land. Es ist das Land der vielen. Es ist das Land der Jungen und Alten, der Zugezogenen und der Alteingesessenen, der Homosexuellen, der Heterosexuellen. Es ist das Land der Vielfalt, aber nicht Ihr Land. Und es wird nie Ihr Land werden. Versprochen. Und dass gerade Sie sich hier hinstellen und den Innensenator angreifen, ist verlogen. Es ist verlogen und heuchlerisch. Sie machen sich gar keine Gedanken um die Demokratie. Die Demokratie ist Ihnen Schnuppe. In Wahrheit hassen Sie sogar die Demokratie. Halten Sie mal die Backen und hören Sie zu. Menschen hatten Angst an diesem Wochenende und es geht um die Sicherheit der Menschen, die sich in Berlin bewegen. Das ist übrigens alles gar nicht so sehr ein neues Phänomen, auch wenn jetzt viele sehr erschrocken sind. Das sind uralte, ja, ich weiß, dass die Sicherheit von Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind und Rechtsradikalen ihnen egal ist, dass das nicht die Sicherheit ist, von der Sie hier reden. Aber wir lassen es uns trotzdem nicht nehmen, das zu thematisieren. Das sind übrigens alles, jetzt, Sie sind nicht bei der Pegida-Demonstration, jetzt hören Sie auch mal zu. Nochmals aufgerollt wurde in der Debatte auch die Diskussion der letzten Woche, ob das ursprünglich ausgesprochene Verbot der Demonstration, welches später gerichtlich aufgehoben wurde, richtig war. Wenn wir uns als Gesellschaft Regeln geben, müssen wir diese Regeln auch einhalten, ohne Wenn und Aber, ohne Ansehen der Person. Lassen Sie mich vor diesem Hintergrund nochmal auf die Ereignisse an diesem Wochenende eingehen. Die Versammlungsbehörde hat genau deshalb ein Verbot ausgesprochen, weil klar war, dass diese Regeln missachtet werden sollten. Und zwar auf Kosten der Allgemeinheit, auf Kosten unserer Gesundheit, weil eine Minderheit eigene Regeln durchsetzen wollte. Und es geht so nicht. Nicht in normalen Zeiten und schon gar nicht in Zeiten einer Pandemie. Die Demonstrierenden haben für sich die vollen Grundrechte eingefordert, hier die Versammlungsfreiheit. Und wollten diese Grundrechte, nämlich den Schutz der Gesundheit, aber für andere nicht gelten lassen. Und so funktioniert Demokratie nicht. Das Verbot der Demonstration am letzten Wochenende, Herr Senator Geisel, war ein großer Fehler. Versammlungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut und konstituiert unseren Rechtsstaat als solchen. Und den Anschein zu erwecken, dass es politische Gründe für ein Verbot einer Veranstaltung gibt, ist hochgradig gefährlich und hat dazu geführt,
dass die Anhänger dieser Demonstration enorm mobilisiert wurden. Dadurch hatten wir knapp 50.000 Menschen in Berlin, die demonstriert haben. Und das hat sich auch Herr Geisel auf die Fahnen zu schreiben, dass er die Verantwortung dafür trägt, dass es diese hohe Mobilisierung bei dieser Demonstration gab. Neben dem emotionalen Schlagabtausch gab es aber auch immer wieder Phasen der Beruhigung. Zum Beispiel die Oppositionsparteien FDP und CDU versuchten die Debatte auf eine allgemeinere Ebene zu bringen und zu beruhigen. Sie wollten über die generelle Sicherheitspolitik der Regierung sprechen. Dabei waren sie aber zumindest inhaltlich nicht viel zimperlicher als die AfD. Die Zahl der Straftaten in Berlin ist unverändert, höher als in jedem anderen Bundesland. Und die Aufklärungsquote ist in Berlin weiterhin niedriger als in jedem anderen Bundesland. Um dem zu begegnen, brauchen unsere Sicherheitsbehörden, Polizei und auch die unabhängige Justiz unsere Unterstützung, unser uneingeschränktes Vertrauen. Solidarität ist keine Einbahnstraße und Sie als Koalition zeigen leider viel zu oft, dass Sie unserer Polizei und unseren staatlichen Institutionen das Vertrauen entziehen und sie in Misskredit bringen wollen. Ich fordere Sie darauf auf, ändern Sie das. Gerade nach dem, was wir am Wochenende erlebt haben. Unsere Polizei und unsere Justiz brauchen auch Ihr Vertrauen. Wenn ich daran denke, was noch auf unsere Stadt in den nächsten Wochen und Monaten zukommt. Daher, sehr geehrter Herr Innensenator, an Ihrer Haltung habe ich nichts auszusetzen, aber an Ihrer mangelnden Professionalität schon. Die Zahl der Kriminalfälle und der Gewaltvorfälle in Berlin in der Zeit von Rot und Grün nicht runtergegangen sind. Das ist einfach mal ein Fakt. Also haben wir keine gute Sicherheitslage in der Stadt, sondern die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger könnte besser aussehen. Und hier muss nachgebessert werden. Wir müssen mehr Blau auf die Straßen kriegen. Wir müssen die Polizisten in der Verwaltung entlasten, müssen ihnen da Verwaltungsmitarbeiter zur Seite stellen und es erreichen, dass wir mehr Polizei auf den Straßen haben, um auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen. Denn daran wird Politik gemessen. Herr Geisel ist da stets bemüht, aber Sie wissen, in der Zeugnissprache ist das kein Gut, sondern eher ein Mangelhaft. Und das sieht man ja auch. Wir haben nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber für die offenen Dienststellen bei der Polizei. Da muss jedes Jahr händeringend neu gesucht werden. Da fehlt es an qualifizierten Bewerbern, weil dieser Job nicht mehr attraktiv genug ist. Immer wieder dreht sich die Diskussion auch um die Frage, wie die verschiedenen Demonstranten vom Samstag einzuschätzen sind. Die Hintergründe dafür sind wie immer vielschichtig. Wir erleben Sorgen und Ängste, die mit dem Coronavirus verbunden sind. Die Konsequenz daraus darf aber nicht sein, sich mit Rechtsextremen, Reichsbürgern und Identitären gemein zu machen, mit ihnen gemeinsam auf die Straße zu gehen. Darauf müssen wir auch diejenigen aufmerksam machen, die mehr oder weniger arglos auf die Straße gegangen sind und die noch nicht erkannt haben, dass sie Gefahr laufen, sich von Extremisten vereinnahmen zu lassen. Anhand dessen, was ich selbst vor Ort erlebt habe, aber auch aus der Presseberichterstattung ergibt sich ein ziemlich gruseliges Gebräu an QAnon-Verschwörungsideologen, Anhängern eines Militärputsches, Tag-X-Apologeten, Monarchisten, Reichsbürgern, die Kameraden des Mörders von Walter Lübcke und. Und all diese kruden Gruppen waren keinesfalls, wie es hier behauptet wird, nur eine Randerscheinung dieses Aufmarschs. Als Teilnehmer der Querdenken-Demonstration möchte ich die Anfeindungen aus diesem Hause von fast allen Parteien, vor allen Dingen aus dem linken Spektrum, aber bedauerlicherweise auch von Teilen der Union, an dieser Stelle für die vielen Teilnehmer dieser Querdenken-Demonstration, die nicht nur ein paar Tausend, sondern ein paar Hunderttausend waren, was sie gerne verschreiben, was sie gerne verschweigen, an dieser Stelle zurückweisen. Und auch wenn die Bilder am Samstag neu waren, das Phänomen ist es leider nicht. Mit Halle, Hanau und auch Neukölln müssen wir feststellen, sind wir mittendrin in einem Kampf um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir auch endlich einen Schulterschluss gegen rechts hinbekommen und das Problem klar benennen. Und das geht jetzt auch in die Richtung der CDU. Das Problem, was Herr Dräger macht, ist, oder viele Konservative, sie sprechen von der Hufeisentheorie und tun so, als sei die Gefahr von links und rechts die gleiche. Der Unterschied ist, also es gibt natürlich gewaltbereite Menschen in unterschiedlichen politischen Spektren, keine Frage, aber die
das Ausmaß der Menschenverachtung und das erklärte politische Ziel, unsere Demokratie und unsere Freiheit abzuschaffen und in eine faschistische Diktatur zu überführen, ist auf der rechten Seite die eigentlich große Gefahr. Deshalb finde ich, eine Gleichmacherei zwischen links und rechts ist eine Verharmlosung der extremen Rechten. Und deshalb fordere ich auch die CDU auf, das endlich auch klar zu benennen. So schwankte die Parlamentsdebatte in großen Teilen immer wieder zwischen emotionalen, grundsätzlichen Appellen, aber auch den ganz typischen parteipolitischen Angriffen hin und her. Naja, es gehört ein bisschen zum Geschäft, dass Opposition das Regierungshandeln kritisiert. Und jetzt haben bei der FDP hat der innenpolitische Sprecher gesprochen, bei der CDU ist der Fraktionsvorsitzende auch innenpolitischer Sprecher. Die haben relativ wenig andere Themen. Trotz alledem hat man durchgehört, dass sich alle Parteien, die sich der freiheitlichen Grundordnung unserer Demokratie verpflichtet fühlen, auch eine Art Schulterschluss gebildet haben und gesagt haben, wir müssen unsere Freiheit und Demokratie schützen, wir müssen ein klares Zeichen setzen gegen rechts und wir müssen uns hier auch gemeinsam sehr klar abgrenzen. Den Schlusspunkt der Debatte setzt dann nochmal der Innensenator, der sich gegen die Vorwürfe, er habe durch sein Verhalten erst die rechtsradikalen Demonstranten des Wochenendes gestärkt, wehrte. Gerade gegen sie müsse die Politik sich deutlich stellen. Der Vorwurf, ich hätte Rechtsextremisten und Reichsbürger radikalisiert, ist Legendenbildung. Wenn Sie die Bilder gesehen haben, wissen Sie, die brauchen mich nicht zum Radikalisieren. Die sind schon radikal genug. Sie haben ja Herrn Pazderski hier gehört. Wir dürfen uns nicht wegducken vor den Lautschreiern und die Meinungsfreiheit nur für sie gelten lassen. Meinungsfreiheit gilt für alle. Wir müssen klar sagen, was richtig und was falsch ist. Politik hat die Aufgabe, Orientierung zu geben. Und wir haben die Aufgabe, rote Linien aufzuzeigen. 40 Reichsflaggen bringen die Demokratie nicht zum Wanken. Wir leben in Deutschland seit Jahrzehnten in Frieden und Freiheit, so lange wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Wir haben starke Parlamente, selbstbewusste Regierung, eine unabhängige Justiz, eine freie Presse, kritische Öffentlichkeiten. Das alles sollte uns Selbstvertrauen geben. Selbstvertrauen, mutig einzustehen für unsere offene, tolerante, vielfältige Gesellschaft. Meine Damen und Herren, wir sind mehr als 40 Flaggenträger. Vielen Dank.